Herzlich willkommen, hier ist weiter eine Folge hier bei Stephanie Sodin. Ich begebe mich weiter bei der Mission, um hier weiter zu kommen, die Aufgabe zu erledigen, alle hier zu erledigen. Ne? Was wir uns auch langsam so vorarbeiten, also sind mittlerweile schon ein bisschen höher angekommen. Arm ist erstaucht. Glaubst du wohl nicht, so ein blöder Vogel. Aber ich habe eine Schiene gefunden. So, nehmen wir gleich. Wunder, dass ich hier nicht hier noch Dings habe. Infektion, da kommen wir her, da haben wir schon gesehen. Dann gehen wir hier lang. Das ist immer noch kurz vor zwei. Besser wäre es natürlich, wenn es schon 4 Uhr wäre. Nach 4 Uhr sind sie ein bisschen erträglicher, die Zombies, ne? Nicht ganz so schnell, da sind wir unten lang. Hier haben wir auch schon geguckt. Das können wir benutzen oder verkaufen. Für verkaufen ist kein Platz. Also nehmen wir XP mit. So, hier haben wir schon mal geguckt. So, wo geht's hier weiter? Gute Frage. Lampe. Na da, warum nicht hinspringen? Und da sind wir schon gekommen. Gehen wir hier nochmal lang. Irgendwo muss ja ein Zeichen sein, ne? Die Geier waren ja auch notwendig zu erschießen. Ja, dann geht's hier weiter. Alte Erfahrung, da ist meine drinne. Junge, halt dich fest, sonst fällst du um. Wieder ein paar Zombies drin hier. Super. Wo war ich stehen geblieben? Ich muss wieder oben, ne? Bin runtergefallen. Aber ohne Folgen. Hier kommen wir her. Das ist der Fahrstuhl. Wieder langlaufen. Ach so. Wir müssen wieder ein Stück laufen, wo wir mal gelaufen sind, ungünstig. Abkürzung, da. Da lang. Durch die Glut dürfen wir nicht gehen, dann brennen wir gleich. Und da hoch. Noch öfter passieren, denke ich mal, dass wir runterfallen irgendwo. Aber das macht ja nichts, ne? Trotzdem werden wir uns alle kriegen. Tut etwas ungünstig, ne? Aber in einer knappen Stunde ist hier wieder den Tag und dann sind sie ein bisschen angenehmer zu handhaben. Die Brüder in Grün und so, ne? Das muss irgendeine Fabrik sein, keine Ahnung. Muss nur aufpassen, dass ich nicht ohne runterfalle. Ich
wäre auch schlecht. Viel lebt noch oder ist noch da? Eben rüberspringen. Jo, mach mal. Ich höre jemand. Hört ihr auch? Wir sind riskant, aber gut. Sehr viele Zombies. So ein bisschen ungefähr eine halbe Stunde. So, hier ein bisschen abwarten. Also Schrott. Im Gepäck voll. Säure, ja gut, aber ich habe keinen Platz. 3,49, jetzt noch ein Safe. Oh. Aber den machen wir jetzt nicht, oder? Wie kommt hier mal was hier rein? Gute Frage, ne? Ja. Wir haben Tage. Das ist ein. Munition für Pistole. Ja. nee. Das brauchen wir nicht gerade. Na gut, egal. Ah ne, da haben wir noch eine Dose, da können wir zerlegen. Die Dose können wir zerlegen, die da vier. Da können wir das noch mitnehmen. So, jetzt haben wir es geschafft. Wir sind jetzt am Tage. Jetzt können wir auch einen Safe knacken. Jetzt folgen wir mal 4. Eine Woche nicht genug. Letzte Aufnahme heute. Dann ist auch für mich schon. Bitte. Ah, oh, gut. Zumindest kann man die Munition gebrauchen, ne? Wasser kann man trinken. So. Die Pistole ist ein bisschen schwach normalerweise. Bürohengste. Papier, Nobel, Pilze haben noch gut, brauchen wir nicht unbedingt. Getränke, da trinken wir. Bücher, Wahnsinn. Bogenschießen für Ranger. Da haben wir was Gutes gelernt. Hatten wir auch nicht Kanten, nochmal so. So, das Bürogebäude ist sauber. Da kommen wir nicht durch erstmal. Da kommen wir her. Hier ist offen.
Anführungszeichen. So, abends geschehen. Ich meine, ich habe das schon erkannt, aber wie gesagt, hat kein Platz für irgendwelchen Gepäcks, was ich nicht gebrauchen kann. Und für ein paar Dinger zu verkaufen, ein bisschen Geld, bringt das nichts. Blei wäre auch nicht ganz so wichtig, also das finde ich mehr als genug in der Mine. Zum Anfang ist es ganz praktisch. So wie das Geld zum Beispiel. Der ist so schön leise, ne? Das sind meist noch mehr, hier machen wir zu. Bisschen Messing. Und lass mal hochkommen, das Tanks erschießen. Das ist ein bisschen besser. Ich komme so wie durch. Jetzt kommen sie so aktiv, die Schlangen hatten so ein Blech mal durch. Da habe ich keine Bedenken zu. Da bin sehr viel draußen. Oder ich muss mal hier mal durchkämpfen. Regen oder was? So dunkel. Schön, geht nicht langsam. Gibt's doch gar nicht. So. Stärken. Und nochmal trinken. Das kann auch daran liegen, ein Magazin muss so groß ist. 160 Schuss. Wie gesagt. Da müssen wir noch hoch. Ob es heute schafft, weiß ich nicht genau. Am heutigen Tag bestimmt. Ja. Ich sage nur eins. Bescheiden. Ich meine, gut, die Dinge habe ich da, also das ist nicht das Problem. Dass er Saft nicht mehr trinken kann. Bock, das ist ein Bücherladen. Tja. Mein Gott, die Tür hält ja keinen auf, ne? Aber irgendwo man drückt ihn doch ein bisschen sicherer, ne?
Das ist typisch. Fast leer. Doof. Draußen sind die doch. Zum Mann sind die gar nicht schlecht, ne? Zumal mir auch eh die Munition fehlt. Beziehungsweise Mangelware ist. Ich dachte, da wäre was. Neun Schuss. Sauber. Kannst nicht lassen, ne? Bin längst voll. Ja, den brauchen wir nicht, oder? Na, alles minus, was wir da. Das ist ein gutes Zeichen. Nur die gelben Punkte. Das heißt, es werden weniger. Mal schauen, ob ich heute schaffe. Gut möglich. 17, ah, wird knapp. Das war knapp. Ich glaube, sind wir geankert, ne, oder? Also da hätten die Punkte sind einzelne Zombies. Da gehen wir jetzt hin. Es gibt ja nur zum Schluss. Wenn wir jetzt zum Beispiel diesen einen gekriegt haben hier. Da drüben. Von wegen ein Punkt. Das ist mir gar nicht so geheuer. Tante Emma, bleib liegen. Fällt dich tot. Ja, da an drei. Ich dachte nur noch wenige, aber Anschiss. So, nachladen. Aber wir nähern uns dem Ziel. Mit kleinen Schritten. Mal gucken. Ich hoffe nur, dass keine runtergefallen sind, dass ich nicht hinterher noch suchen muss. Aber dann wäre das so, ne? Wenn jetzt die Munition alle geht.
Schon wieder eine Schürfwunde. Kurz mal eine Sicherheit bringen. Oh, Sicherheit ist gut. Tür zu. Das sieht übel aus. Mit 43 ist nicht gut. Da kann man ein bisschen was tun. Infektion, Antibiotika. Das ist das erste. Dann Tabletten nehmen. Einmal. Das löst ein bisschen, ja, das ist schon ein bisschen freundlicher. Dann erstmal noch was. So, noch gespeist. Kommen wir der Sache näher. Wir trinken mal was. Das ist zwar nicht viel, aber ein bisschen schon, ne? So, 147. So, Magnum ist glaube ich alle. Nicht der Rede wert. Maschinengewehr. Das nochmal ändern auf die 150 Schuss, die wir noch haben. Das ist nicht mehr ganz gute Munition, aber die zweitbeste, kann man sagen, ne? Hier müssen wir improvisieren, das heißt, hier müssen wir bauen. Was tun wir noch hier? Loch irgendwo? Nö. Irgendwie da was finden, ne? Darüber gehen können, ne? Dann mal nachladen. Das sind die Geier, die umfliegen, die drei Punkte. Die roten. Die müssen ja nicht vorher schießen normalerweise. Weil die kriege. Bist tot? Oh, bin fertig. Rede mit dem Händler. Aber erst mal die Türme hoch, ne? Rede mit dem Händler, sagt er zu mir. Das ist cool. Da die Belohnung. Die Rohre müssen ab. So, Leiter bauen. Leiter. Erstmal gehen wir da hoch und schauen wir, ob ein Turm ist, ne? An sich dürften jetzt keine Überraschung mehr kommen. Überraschung der Art von Zombies und Geiern und so, ne? Die kommen jetzt nicht mehr. Die Mission ist fertig. So, jetzt weiß ich, warum ich einen Erdbohrer dabei habe. Für die große Kiste. Ja. Können wir nicht brauchen, ne? Beziehungsweise, wir können dafür jetzt nichts wegräumen. Munition ist gut. Das können wir rausnehmen. Können wir zerlegen. Zerlegen. Über das können wir gebrauchen. Das andere nicht. Das eine Truhe ist immer zu, ja. Mehr von 10.000, das immer lange klopfen sonst, ne? Mit der Picke oder so, ne? Dann müssen wir auch die Picke zu Hause lassen. Die Axt dann auch, weil dann kann man auch eine kleine Holzaufgabe mit einem, ja, mit dem Erdbohrer machen, ne? Um Platz zu sparen, Gepäck.
Das ist ja die Belohnung, kann man sagen, so ganz grob, ne? So, mit R. Diesen Mod haben wir bereits. Die Waffe haben wir. Stahlstiefel, ne? Habe ich die? Das ist blöd. Na, blöd ist es nicht, aber. Eine Kettensäge. Ich meine, gut, Kleber. Und Stoff kann ich immer noch zur Not. Na, das ist doof. Macht sie mit der Axt besser. Dann nehmen wir raus. Gut, 7 Schuss nicht viel, aber das brauchen wir auch nicht. Ja, Rüstung plus 2 und Ausdauer. Nehmen wir mit, man weiß, was gut ist. So, da oben gehen wir nicht mehr hin jetzt, also hat mir jetzt wegen einer Kiste. Gut. Hier muss man aufpassen, damit wir runterfliegen, ne? Haben wir noch Eier? Ah. Gut, auf zum Händler. Auf dem schnellsten Wege, ohne mir groß was anzutun. In dem Fall habe ich jetzt ganz gut, dass ich jetzt das wird ziemlich hoch. Das ist sehr hoch. Nehmen wir den kurzen Weg, ne, durch die Wand. Das ist Glasdinger, das können wir nicht brauchen. Beziehungsweise wir haben keinen Platz. So, Maschinengewehr. Man weiß ja nie, ne? Ich weiß zwar nicht genau den Weg nach Hause, aber ich weiß nur, dass wir runter müssen. Fahrstuhl. Irgendwo hier ein Loch in der Wand, ne? Fenster. Runde könnten wir hier springen. Ich habe ja so einen Mod für meine Stiefel, die den Aufschlag ja auf den Aufprall abschwächen. Da muss man ein Motorrad suchen, das ist jetzt einmal entscheidend. Zu Fuß kommen wir nicht zurück. Ich wollte auserlegen, ne? Gut, Motorrad kurz mal Ausdauer im Arsch. Da muss ja vorne, ah, da vorne ist ja schon ein Motorrad. Und da sind die Autos am Motorrad in Nähe. Von der Zeit her ist ganz gut, mal ein bisschen länger. Das ist tragisch. Da ist Motorrad, da legen wir ein bisschen Sachen bei rein. Und dann legen wir die Autos noch, da haben wir ein bisschen Messing kriegen für meine. So. Blei. Flaschen. Mod hier. Das können wir da lassen. Das ist vollgepackt. Messingbecher noch nicht finden. Den brauchen wir dafür. Kaffee.
Kettensäge. Das dürfte Platz genug sein für meinen. Für meine Autos hier. Alles Teile, die man brauchen kann zum Bauen, ne? Für Lampen zum Beispiel, Elektrofallen. Öl zum Beispiel für Benzin, Molotov-Cocktails. Ich meine, ich verwende die nicht so gerne. Ich stecke mir mal oft so allein so oft selber an, ne? Das ist mal nicht schlecht. Also ein Schlagschrauber. Noch ein Messingheizkörper. Ist da nur schneller gewesen. Aber egal. Auch ein großes Auto. Wenn normal so eine Mission kommen würde, sehr wahrscheinlich. Ich weiß nicht genau, ob noch 6. Mission kommt, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich die 5 freischalten musste, lassen musste. Und jetzt geht's zum Händler. Bei der neuen Mission werden die Autos wieder aktiviert. So. Tank ist noch voll genug. Wir fahren auch schnell Richtung Ausrufezeichen, da ist mit der Händler. Bücher anbringen, enttäuscht werden. Es gibt viel Papier. Und dafür halt noch nicht mal an, ne? Jetzt voller Krach zurück. Wir machen auch mit, nehmen dann auch mit dir auf den Händler. Das dauert nicht lange. Tor so schnell. Jetzt fällt es zum ersten Mal Regen. Und was sah es immer so aus? Und weiß ich auch nicht genau, wie das auswirkt auf Natur. Ob da Seen wieder mehr werden oder ob das. Ich weiß es nicht. Da sind wir. Hier Erfahrung, ich muss aber mal 2 Fächer freilassen. Weil für die Belohnung braucht Platz. So, rein geht's. Gibt schön XP. No lock. Militärstiefel, das ist ja nicht schlecht. 5er. Gut, die nehmen wir mal, ne? Und 16.000 XP und 4.800. So, hat du Schönes. Manchmal hat er was Schönes, ein paar Bücher oder so. Wissen vor allen Dingen. Wissen ist ganz wichtig. Haben wir aktuell nicht zu sehen. Patronenhülsen. Oh, das lohnt sich. Weil das kann ich zwar herstellen, aber ich brauche Messing. Wenn ich kein Messing habe, kann ich auch nichts herstellen. Und Messing kann ich auch nicht finden. Ne? Schießpulver kann ich herstellen. Das kann ich auch finden alles. Die Zutaten. Jagdgewehr 1. Scherz. So. So, liebe Schauer, das soll es dann auch für heute gewesen sein. That's all you're gonna buy. I'll let you show yourself out. Beim nächsten Mal können wir gleich mal gucken hier. So, 5. Abholen, säubern. Das ist wie Krankenhaus, das habe ich mal gemacht, das ist nicht interessant. 1,7 Kilometer abholen und säubern. Wir machen mal eine 2 Aufgabe. Südost. I've got a task for you, if you think you can handle it. Etwas schwieriger, 2. Okay.
Good luck. Aber das machen wir nächstes Mal, ne? Dann sagt mal Tschüss und ciao, ciao. Ich gehe jetzt zu meiner Basis. Und dann sehen wir weiter, ne? Ja, das war's für heute. Ich komme jetzt zum Ende. So, Leute, das soll es dann für heute gewesen sein. Dann sagt mal Tschüss und ciao, ciao. Schönen Dank fürs Reinschauen und ja, wann das weitergeht, wahrscheinlich Freitag so ein Livestream. Tschüss und winke, winke, bis dann und tschüss.